Ja, vielen herzlichen Dank für die kurzen, prägnanten Zusammenfassungen. Danke auch an Sie und Ihre Geduld, bis jetzt durchgehalten zu haben. Es gibt jetzt die Gelegenheit, kurz noch auch Kommentare hier einzubringen an alle im Sinne von ganz wichtigen Anregungen, Punkten, die Sie mitgenommen haben, die Sie betonen wollen. Es gibt die Vorgangsweise wird die sein, dass die Leute Vorrang haben, die noch nicht gesprochen haben. Ja, also in diesem Sinne, weil wir ja gesagt haben, misch dich ein. Das wollen wir dann doch niemanden nach Hause gehen lassen, der nicht hier sich auch einmal einmischen konnte. Ja, meine langen Worte haben vielleicht angeregt. Na, du musst jetzt warten. Ich habe zwar schon im Workshop was gesagt, aber ich wollte nur noch was sagen zu dem Muddling Through. Also im Prinzip habe ich schon ein bisschen die Assoziation jetzt, wenn wir das jetzt in dieser angespannten Situation rund um Europa nicht schaffen, wirklich einen transformativen Wandel da jetzt einzuleiten, da frage ich mich wirklich wann. Also das wäre ja ungefähr so, wie jetzt nach diesem zweiten Jahrhundert Hochwasser, wenn wir jetzt einfach die Dämme 2 Zentimeter höher bauen würden und dann einfach weiter tun, nicht? Also im Sinne, glaube ich, einer Gelegenheit, die wir jetzt auch ergreifen sollten, sollten wir das jetzt wirklich auch nutzen, um ein bisschen visionär auch zu kommunizieren. Wenn es dann einen Plan B geben muss, dann ergibt sich der sowieso irgendwie automatisch. Den muss man natürlich parat haben, aber ich glaube, visionär kommunizieren ist schon wichtig. Ich wollte noch ganz kurz auf das Allianzenbilden hinweisen. Und es gab jetzt gerade in Athen diesen Alter Summit, wo ein praktisch Memorandum herausgekommen ist, ein Manifesto, wo alle diese Probleme, die auch heute besprochen worden sind, ökologisch, sozial, demokratisch und finanztechnisch, enthalten sind. Und insofern wäre das eine tolle Sache, wenn das mit aufgegriffen wird in die weitere Arbeit, was da drinnen steht. Dankeschön. Zuerst die Person, die noch nicht geredet hat. Ja. Ich möchte dem Jürgen Trittin vom Vormittag entschieden widersprechen, dieser Asymptotengeschichte, und möchte den John F. Kennedy in Erinnerung rufen. Der John F. Kennedy war in einem erfolgreich, und das war die Mondlandung der USA. Und wie hat er das gemacht? Er hat den Countdown erfunden, also als Projektmanagement. Er hat gesagt, bis 1970 ist ein Amerikaner auf dem Mond. Das heißt, das könnten wir uns zum Vorbild nehmen und sagen, wann wollen wir was haben und dort gehen wir dann hin. Ja, ganz kurz. Also ich glaube, dass man da nicht so bescheiden sein darf und so nüchtern, wie die Grünen diese Sachen präsentieren, während andere Parteien so fantastisch dramatisieren können, warum kann man da den Leuten nicht erklären, dass entweder mehr Solidarität oder Krieg, weil darauf hinaus kommt es. Und da Solidarität bedeutet, dass Länder wie Österreich sehr wohl abgeben müssen. Und wenn es heißt, wir hätten nicht über unsere Verhältnisse gelebt, wir haben sehr wohl über unsere Verhältnisse gelebt, nur hat uns niemand erklärt, was die richtigen Verhältnisse wären und man hat uns auch verführt zu falschen Verhältnissen. Ich habe nur einen kleinen Fehler gemacht, ich habe den Kennedy nicht beherzigt. 2020 haben wir die Vereinigten Staaten von Europa. Ja. Ein Punkt noch, der heute Morgen schon angeklungen ist, ich weiß nicht aus welcher Ecke, und zwar ging es um analoge und digitale Freiheit. Ich finde, der Punkt sollte unbedingt aufgenommen werden, da geht es halt eben um die Freiheit im Internet, dass das so beibehalten wird und dafür gekämpft wird. Das ist jetzt, wie wir gerade festgestellt haben, weil es ja nicht aufgenommen wurde,
ist die Gefahr sehr groß, dass es eben unter den Tisch fällt, weil viele von uns eben aufgewachsen sind oder noch aufwachsen konnten ohne Computer. In der nächsten Generation, die ja mit dem Computer aufwachsen wird, wird die Gefahr geringer sein. Insofern ist das noch ein Punkt, der dringend auf die Agenda muss oder die ist bestimmt schon drauf oder eben aktuell gehalten werden sollte. Bevor die nächste Dame dran kommt, nur eine Sache, was mir ganz wichtig ist. Es haben nicht alle Österreicher über ihre Verhältnisse gelebt, es sind nicht alle Spanierinnen, es sind nicht alle Spanierinnen faul und es sind nicht alle deutschen Profiteure. Ja? Also wir sollten unbedingt wegkommen, weil das ist gegenwärtig die neue Form der Ausländerpolitik, dass es seit 5 Jahren wieder üblich geworden ist, von Völkern zu reden, die irgendwas sind oder gewinnen oder verlieren. Das ist, glaube ich, eine der ganz großen Gefahren. Und es geht, wie wir es am Vormittag von Salvador gehört haben, da auch ganz wesentlich darum zu sagen, quer über Europa gibt es bestimmte Interessengruppen, die haben gewonnen und andere, die haben davon nicht profitiert. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, wie wir unser Europa auch bauen sollten. Das war mir jetzt wichtig. Ja, ich wollte sagen, also zwischen diesem Alter-Summit und der heutigen Veranstaltung waren wir noch, oder ich, in der Schulung der Gewerkschaftsschule, also auch eine Möglichkeit anzudocken, wobei ich meine, es sind sehr viele ähnliche Themen, Sozialstaat behandelt worden, Jugend ohne Zukunft, Aufklärung durch Bildung und so weiter. Grundeinkommen natürlich, wofür ich auch sehr stehe, bedingungsloses. Trotzdem würde ich plädieren, also nicht zu sagen, das zuerst, dann kommt das andere und auch nicht zu sagen, das ist der einzige Weg, wie es geht, weil das erinnert mich fatal an there's no alternative, sondern ich möchte gern haben, dass wir sagen, wir alle gemeinsam könnten das vielleicht schaffen, wenn wir diese Themen angehen und das wäre uns wichtig und darauf vertrauen wir auch. Danke. Daniel. Ja, nimm den Herrn, der ist näher. Ja, und ich bringe das Mikrofon zu Ihnen. Gerhard Thomas. Ich stimme schon überein mit den Völkern, dass es keine Bösen und keine Guten gibt. Ich glaube, der Unterschied zwischen Griechenland und uns hier im Norden ist der, dass Griechenland wahrscheinlich die Ersten sind, die Folgen des Lebens auf diese Art und Weise selbst tragen müssen. Wir leben auf Kosten anderer in Europa. Wir leben auf Kosten der Afrikaner, wir leben auf Kosten von allen möglichen. Was hier im Süden passiert ist, dass sie die Ersten sind, denen das direkt auf den Kopf zurückfällt. Nummer zwei, was ich fragen wollte, ich war bei der Demokratie-Sache dabei. Ist bei euch das Thema gewesen, Stärkung der europäischen Arbeitnehmervertretung? Ja, ich bin es an sich eh. Es wurde gesprochen über die über die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, die durch die Krise sehr eingeschränkt worden ist. Insofern war das auch Thema. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Kommentar zur Gruppe der Projekte, der ökologischen Projekte machen mit der CO2-Steuer. Wir haben jetzt im Moment ein Problem, dass jede Nation extra eine CO2-Steuer einführt und damit wiederum sehr viel jetzt zum Sozialdumping, auch noch Umweltdumping droht dazuzukommen. Also das müsste wirklich auf europäischer Ebene gemacht werden. Danke. Ja, ich bin gern Österreicherin, aber ich finde das Projekt der Regionen so interessant, nur verstehe ich nicht ganz, wie man das umsetzen könnte. Vielleicht kann es hier jemand kurz erklären. Das Projekt der Regionen, von dem Menasse vor allem, ich meine, hat es ja nicht erfunden wahrscheinlich, es wird ja andere Gründe haben, aber ich finde es irgendwie sympathisch. Ein Robert-Menasse-Projekt? Ja. Du machst das dann in das, ja? Ulrike Lunacek wird das dann einbinden in den letzten... Ich würde explizit noch die Gruppe der Gäste ansprechen und fragen, ob Sie im Plenum noch etwas auf Englisch sagen wollen.
Thank you. Ja. Ja. Gut, dann vielen herzlichen Dank. Es ist ein langer Tag gewesen. Es gibt ganz viele Themen, sehr viele haben gesagt, ich fasse mich jetzt ganz kurz. Rudi Anschober hat gesagt, hat es dann Gott sei Dank nicht gemacht, entweder gar nichts sagen oder eine Stunde reden. So geht es wahrscheinlich bei jedem dieser Themen. Zwei Sachen, die ich anbieten kann. Das eine ist, wir versuchen, die Website der Grünen Bildungswerkstatt auch ein bisschen zu nutzen für diesen Europadialog, laden ein, sich da auch mit guten Beiträgen zu beteiligen. Das ist die eine Sache. Wir versuchen auch im Rahmen dieses Projekts zusammen mit der Green European Foundation Voices of Europe auch und insbesondere über Süd- und Osteuropa besser zu informieren, als man es in der Regel in den Medien liest. Das ist eigentlich die eine Sache. Die zweite Sache, wenn es Themen, Anliegen gibt, die nicht ausreichend Platz gehabt haben, eine der Aufgaben, so wie wir es als Bildungswerkstatt verstehen, ist schon auch aufzugreifen, wo es Interesse gibt, mehr wissen zu wollen, weiter zu diskutieren, sei es jetzt im Rahmen eines der Ländervereine der GBW vor Ort über Österreich verteilt oder auch über den Bundesvorstand, dann wenden Sie sich einfach an uns.